Hallo, moin. Wow, ist das komisch, hier alleine zu stehen und vor mir stehen drei Leute und es ist ein bisschen strange. Aber herzlich willkommen, mein Name ist Pilz. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Start, hier einfach auf die Bühne zu kommen und es ist still. Aber so ist das in diesen Zeiten. Mein Stream ist heute am Start. Ich hatte eigentlich noch einen Überraschungsgast dabei. Ich hatte sogar zwei geplant, aber ihr kennt das, mit Corinna ist alles ein bisschen anders. Der erste Support Act konnte nicht kommen, weil Frau positiv getestet. Scheiße. Zweiter Gast geht leider auch nicht, weil muss jetzt alles umplanen, weil ab Mittwoch ist der harte Lockdown. Das ist alles ein bisschen blöd. Jetzt stehe ich hier alleine mit Rypsilon, aber wir kriegen das irgendwie hin. Ich habe trotzdem Bock. Ich trete natürlich trotzdem auf. Aber es ist jetzt alles ein bisschen anders als gedacht. Noch mehr anders als gedacht. Das ist Rypsilon. Rypsilon macht sein... Applaus, das ist total seltsam. Rypsilon ist mein DJ seit, haben wir gerade festgestellt, etwas mehr als 5 Jahren. Rypsi macht all meine Beats und die Mixe und alles, was dazugehört. Und Rypsi hat auf jeden Fall für euch ein paar DJ-Sets dabei und die wird er abspielen. Also ungefähr so 20 Minuten und dann geht's mit meiner Musik los. Also genießt es. Ein imaginären Applaus für Rypsilon. Viel Spaß. Wow, sogar ein Mini-Applaus für dich. Und bis später. Ciao. Rypsilon Beats.
along beats.
Alles hier gerade Steigers Statement zu dieser Rapperin, die irgendwie so ein Battle gemacht hat und dann so anti-islamische. Hast du es gesehen? Nee. Diese Rapperin Pilz? Also dieses Battle ist halt ein typisches Rap-Battle gewesen. Der Raum war mega voll und die beiden Leute standen sich gegenüber, haben halt sich angefangen zu dissen. Die Stimmung war wirklich krass angespannt in diesem Raum. So Sachen wie Religion in den Dreck ziehen, ist für mich so eine Grenze, wo ich sage, okay, da hört der Spaß auf. Also ich feiere das null. Sowas macht man nicht. Also mit Kopftuch auch noch so quasi den Islam, den Glauben so runterzuziehen. Sie hat ja auch den Shitstorm auch dafür gekriegt. So. Ehrenmann, egal wie battle-versiert ihr seid, hätte gegen sich verloren. Einer der krassesten Battles in den letzten Jahren habe ich schon lange nicht mehr so viel Spannung, auch selber als Zuschauer gespürt. Fand ich ging verdient an Pilz. Und dann in den folgenden Tagen ist das ja riesig explodiert. Pilz hat das, finde ich, überschritten für meinen Geschmack, weil das war einfach nicht mehr lustig. Auch, ne? Ich gönne dir den Sieg, sie war auf jeden Fall krass. Ist es bei Pilz zum ersten Mal so, dass ich mir denke, wow, die bringt Gedanken, die einfach in dem Moment total neu und frisch und einzigartig sind. Als Veranstalter muss ich immer nur sagen, so eine Atmosphäre hatten wir noch nie. Der Steiger hat so ein Statement jetzt geschrieben, dass er das, wie schlimm er das findet, dass sie jetzt mit dem Tod bedroht wird. Ey, was dieses Match da für Ausmaße angenommen hat, ist echt unfassbar, Alter, ungelogen. Und für jede Morddrohung am Pilz schäme ich mich für meine Landsleute im Grund und Boden. Ich bin wieder zurück. Vielen Dank, Gripsilon. Es war sehr schön. Du weißt es vielleicht gar nicht und ihr wisst es sowieso nicht, aber ich habe alle diese Beats kenne ich, denn ich habe auf allen diesen Beats schon geschrieben, auch wenn es gar nicht so mein Stil unbedingt immer bei jedem Beat ist, aber das ist so für Leute, die selber schreiben, die kennen das. Meine iTunes-Beatliste ist genau voll mit diesen Beats und ich sitze da immer und schreibe auf irgendwelchen Beats und nehme dann auf anderen auf. So ist es. Also, ich würde sagen, ich sollte vorher noch erzählen, es gibt natürlich etwas zu gewinnen. Und zwar das letzte aktuelle Album, Todgeburt, gibt es zu gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür etwas tun. Und ihr habt ja die nette Kommentarfunktion. Und ich habe hier einen Bildschirm, ziemlich groß. Und ich kann sehen, was ihr schreibt. Moin, Radioaktiv Lübeck sehe ich zum Beispiel. Max sehe ich, moin, was geht? Und ich kann bestimmt nicht die ganze Zeit immer alles lesen, aber ich sehe es auf jeden Fall und ihr könnt dieses Album gewinnen, indem ihr die neuen Singles, die ich natürlich mitgebracht habe, bestellt und mir ein Screenshot davon schickt. Und irgendjemanden von euch werde ich auswählen und bekommt dieses schöne alte Album. Wow. Nein, ja, wow. Genau, Nikolai, du bist ja auch schon da. Bist du eben auch schon da gewesen? Ja. Bist du mit mir auf die Bühne gegangen? Ja, da war ich noch mal kurz weg und jetzt bin ich wieder da. Oh, okay, ich glaube, das wird mir sehr schwer fallen, Abstand so zu dir zu halten. Und es tut mir leid, dass du deine Bedeckung tragen musst, Ripsi. Ein sehr nettes Kompliment. Ja, warte, jetzt muss ich überlegen. War das gemein? Okay. Das war nett gemeint, wenn du sagst, dass es dir schwerfällt, Abstand zu mir zu halten. Freue ich mich drüber. Okay, cool. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Song. Mata Hari. Brotlose Kunst, ernähre mich von Elfenblut. Wenn ich pisse, wirf das ganze Volk mir Becher zu. Jeder will nur einen Tropfen, um ihn für sich selbst zu bunkern. Und ich spüle es die Toilette runter. Denn was interessiert mich, fremdes Elend? Kauft meine CD, wenn ihr wollt, dass ich zu euch rede. Ich sage, was verschwiegen wird. Ich fungiere für die Welt als Spiegelbild. Staatsfeind seit Tag 1. Knacke dein Sparschwein. Wer will schon arm sein, trotz Arbeit? Mit dem ich ins Gras beiß. Hard Knock Life, Kriminalität. Rivalen sind dagegen, aber ich geh diesen Weg. Expliziter Content, negative Comments. Yo, hört, was ich sage, lest meine Texte. Glaubt nicht an das, was ihr seht in der Presse. Nehmt einen Zettel, notiert und markiert.
es gibt nicht viel zu verlieren. H2-1. Wer macht Haramasari, Haramasari? Wer kommt auf deine Party und macht Halligalli? Haramasari, Haramasari. Wem ist egal, ob das auch alles legal ist? Ich bin nicht gern gesehen, gern geschehen. Nur die inneren Werte zählen. Ha, frei von Schuld werd ich in die Welt geboren. Bild und Gesicht und Sinn haben mich geformt. Es geht nicht um mich, es geht um jeden hier, der Scheiße frisst, pleite ist und bloß etwas leben will. Mein Handeln und Denken, Anfang vom Ende, weil wir für den Machtwechsel kämpfen. Menschen werden weggeschickt, wenn sie aus anderen Ländern sind. Und weil ein Politiker sie für bedenklich hält. Wenn du was verändern willst, ändere dich. Ich bete für den Segen in der Gegend, wo ich lebe. Ein Phänomen für jeden, der das Leben nicht versteht. Expliziter Content. Negative Comments. Yo, hört, was ich sage. Lest meine Texte. Glaubt nicht an das, was ihr seht in der Presse. Nehmt deine Zettel, notiert und markiert. Es gibt nicht viel zu verlieren. H2-1. Wer macht Haramasari, Haramasari? Wer kommt auf deine Party und macht Halligalli? Haramasari, Haramasari. Wem ist egal, ob das auch alles legal ist? Was kostet die Welt? Ich bezahl sie. Mata Hari. Was kostet die Welt? Ich bezahl sie. Mata Hari. Was ich sage, lest meine Texte. Glaubt nicht an das, was ihr seht in der Presse. Lest meine Texte. Glaubt nicht an das, was ihr seht in der Presse. Ich hab gelesen, der Beat kann noch ein bisschen lauter. Yep. Yeah. Genau. Ist komisch, oder? Ey, hör mir auf. Mega. Ist ein bisschen komisch. Als würden wir eine Stunde lang Soundcheck machen. Ja. Bisschen. Na, schon ein bisschen mehr als Soundcheck. Und komisch auch nicht im Sinne von lustig komisch, sondern mehr so komisch komisch. Ja, aber ist cool. ich find's ganz nice eigentlich, weil... erst war ich etwas irritiert, weil wir haben hier live den Chat, den wir so an so einer großen Wand mitlesen können. Mhm. Und das bedeutet, wir sehen uns auch selber. Und ich muss immer so ein bisschen gucken, ah, wie bewege ich mich gerade und so. Das ist ganz cool eigentlich. Geil, ja. Okay. Genau, okay. Der nächste Song, das ist ein neuer Song. Und ihr habt vielleicht schon das Video dazu gesehen. Das Video von Timo Leichert, nicht wahr? Ja, übrigens gedreht in diesem Laden. Erkennt man nicht unbedingt, weil wir in diesem Laden quasi einen Raum selbst nochmal aufgebaut haben. Aber ja, nochmal vielen, vielen Dank an Kai Uwe. Ja, und vor allem auch an das ganze Team von Kulturfunke. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Da kann man ruhig mal klatschen. Danke. Danke. Ja. Gut, bevor es, also lauter wird's nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter vielleicht. Ne? Verbrannte Erde. Drogenfreies Leben und beißt in die Tomate von Rewe. Ey, beim Versuch, negative Phasen zu durchbrechen, höre ich 100.000 Menschen laut und keiner zu mir sprechen. Alle wollen für mich das Beste, ich will nichts, was dir gefällt. Und nutze selektive Filter auf der Suche nach mir selbst. L'Oreal Paris schickt dir den Lippenstift nach Haus. Ich seh dich mit geschminkter Haut auf deinem Instagram-Account und du machst Witze über Frauen. Wow, ganze 154 Klicks für deine Show. Wieder wird mir klar, dass ich das Leben so nicht will. Und sachlich drüber reden ist nicht so mein Ding. Junge, ja, ich bin durchs Raster gefallen, aber Vaterstadt kalkuliert das ja mit ein. Und wenn ich mich entscheide zu gehen, bleibt mein Phänomen bis auf Weiteres stehen.
ich hinterlass verbrannte Erde. Wenn ich eines Tages sterbe, alles leuchtet lichterloh. Das ist meine Signatur. So langsam wird die Lage mies. Wir fordern Anarchie im Paradies. Guten Appetit. Ja, so langsam wird die Lage mies. Ja, keine Toleranz zu Polen. Solange Staatsorgane machen, was sie wollen. Eure Trennung liegt als Mittel der Vereinigung. Alle machen ihre Grenzen weiter zu. Ja, ich bin nicht Gandhi, nicht Mandela. Fokussiere alle meine Gegner. Installiere Kameras für Strache auf Ibiza, ja, und löse Paranoia aus bei anderen Politikern. Ich verspreche mir mein Insider-Wissen, nie und nimmer je einen Polizisten zu richten. Heutzutage brauchst du keine Meinung, Ignoranz ist auch eine Entscheidung. Ich hab mir das Nestle-Produkt in die Fresse gekloppt, war lecker, na und? Wenn sie Trinkwasser privatisieren, ja, dann lag das bestimmt nicht an dir. Ich hinterlasse verbrannte Erde. Wenn ich eines Tages sterbe, alles leuchtet lichterloh. Das ist meine Signatur. So langsam wird die Lage mies. Wir fordern Anarchie im Paradies. Guten Appetit. Ja, so langsam wird die Lage mies. Ich tanze zu Heavy Metal auf dem Grab von Henry Nestle. Ich tanze zu Heavy Metal auf dem Grab von Henry Nestle. Ich tanze zu Heavy Metal auf dem Grab von Henry Nestle. Ich tanze zu Heavy Metal auf dem Grab von Henry Nestle. Ich tanze zu Heavy Metal auf dem Grab von Henry Nestle. Ich tanze zu Heavy Metal. Auf dem Grab von Henry Nestle. Ich tanze Heavy Metal. Tanze Heavy Metal. Dankeschön. Sehr geil. Okay, wie war das? Martin hat gerade gesagt, die Eins in den Chat, wenn es euch gefallen hat. Da können wir mal ausprobieren. Ja. Gucken wir doch mal. Gucken wir mal, wie wach ihr noch seid. Ja. Okay. Ja. Da ist die erste Eins. Ja, komm noch. Ja, guck mal. Okay. Ja, super. Das klappt doch schon mal ganz gut. Das ist bestimmt alles Martin gewesen. Okay. Ja. Und jetzt hätte ich gerne eine 3. Dann hätte ich gerne noch eine 2. Und noch eine 1. Einfach weil heute der 13.12. ist, falls es euch aufgefallen ist. Das ist Zufall. Okay. Danke. Ja. Wollen wir weitermachen? Oder will ich mal? Du, von mir aus gerne. Ich habe richtig Lust. Ja. Ripsy, was mit dir? Geil. Meine Englischkenntnisse reichen manchmal nicht für Eminems Texte. Ey, meine Gang-Mitglieder sind allesamt hängen geblieben. Wer will Beat, mal Digga, Digga, wenn da das Gesetz nicht wird, wird dich in eure Fressen perren. So viele Pädagogen hätten mich gern weggesperrt. Gib mal Freunde und Bekannte Fragen. Gib mich Konzerte, kommt da immer safe ein Krankenwagen. Mich hat das Leben gefickt, bin gegen das System und gegen jeden, der es nicht ist. Und wenn deine Mann von mir im Internet liest und mich nicht akzeptiert, dann ist sie wohl real. Erziehung und der Staat, bei mir haben sie versagt. Wenn ich will, dann klatsche ich jetzt mal deine Philipp-Cap vom Nacken. Ich habe für Köter und Lügner keine Höflichkeit über. Ich bin Rap, so wie 808, Track und Trail. Ich hab CCN auf Tape. Ey, 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 battle nur noch face to face. Eine ganze Republik, weißt du, wie ich jetzt battle geh? Ey, ey, I don't give a fuck, I don't give a fuck, Digga. I don't give a fuck, Digga. Hip-Hop wie Chris Cross, Hip-Hop wie Rick Ross, Hip-Hop wie Tic-Tac-Toe, Digga. Meine Mathekenntnisse machen leider immer, dass mein Geld weg ist. Wenn ich in der Gegend unterwegs bin, stört es, dass mich irgendwelche Esel ansprechen. Und auch auf Keks wird von Keks zu mir. Und sie wollen, dass ich sie respektiere. Halt die Schnauze! Ich hab euch schon früher nicht gemocht. Warum soll ich jetzt so tun, als würde ich es doch? Und nachdem ich dir die Visa schipuliere, muss ein Arzt dich rehabilitieren. Deine Macht geht mir Papa zur Paartherapie, wenn du hörst meine Tracks und bist grad etwas schwierig. Ich bin nicht größenwahnsinnig, doch keiner rappt so krass wie ich. Ich bin Rap, so wie 808, Track und Trail. Ich hab CCN auf Tape. Ey, 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 battle nur noch face to face. Eine ganze Republik, weißt wie ich ins Battle geh? Ey, ey, I don't give a fuck, I don't give a fuck, Digga.
I don't give a fuck, Digga. Hip-Hop wie Criss-Cross, Hip-Hop wie Rick Ross, Hip-Hop wie Tic-Tac-Toe, Digga. Meine Deutschkenntnisse. Witzig, nochmal witzig. Meine Deutschkenntnisse reichen manchmal nicht für Voice-Messages. Und mein Schulabschluss ist übel, keine Zukunftsperspektive, weil ich nur mach, was mir lieb ist. Studier du mal Jura oder Philo? Ich schwimm mit den Jungs aus meiner Siedlung, grad nen Huni aus der Spilo. Ja, was ich sage, wird dir nicht gefallen, aber ich stübe alle. Okay, die Hände gehen hoch an den Empfangsgeräten zu Hause, an den mobilen Endgeräten, egal wo ihr gerade seid. Ob auf der Couch, in der U-Bahn oder gerade auf Toilette. Alle nehmen die Hände hoch für den letzten Hook. Ich bin Rap, so wie 808, Drake und Trey. Ich hab CCN auf 10. Ey, ey, ey. Battle nur noch face to face. Eine ganze Republik weiß, wie ich ins Battle geh. Yeah, yeah. I don't give a fuck, I don't give a fuck, Digga. I don't give a fuck, Digga. Hip-Hop wie Criss Cross, Hip-Hop wie Rick Cross, Hip-Hop wie Tic-Tac-Toe, Digga. Ey, ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck, Digga. I don't give a fuck, Digga. Hip-Hop wie Criss Cross, Hip-Hop wie Rick Ross, Hip-Hop wie Tic-Tac-Toe, Digga. Nice. Wow. Es ist irgendwie, ja, es ist weiterhin komisch, aber irgendwie ja, okay. Aber jetzt, wo der Nebel da ist, kann man sich vorstellen, dass Nebel da ballert, Leute stehen. Und dann der Nebel ballert. Wow. 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 Okay, ich habe hier so ein Sternchen. Was wolltest du mir damit sagen? Ich wollte damit darauf aufmerksam machen, dass wir hier noch ein Plakat haben, ja, mit dem richtig. Wir auf etwas aufmerksam machen möchten. Oh ja, richtig. Erzähl doch mal. Ja, okay, ich erzähl selbst. Ja, ich glaube, du hältst es einfach fest und die Boys kümmern sich drum. Das ist das Plakat der Hafenstraße 96. Da gab es ein ganz, ganz schreckliches Verbrechen. Das ist jetzt nächstes Jahr im Januar 25 Jahre her. Und da gibt es natürlich ein Gedenken und eine Demonstration. Und wir möchten ein bisschen Aufmerksamkeit dafür schaffen. Zieht euch das rein, informiert euch drüber. Es gibt auch einen Film darüber. Tod in Lübeck heißt er, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, auf der Demo, da werde ich auch natürlich zum Besten gehen, aber darum soll es nicht gehen. Wir möchten einfach dafür, das ist ein Lübecker Ding, ein bisschen Aufmerksamkeit. Bitte informiert euch. Cool. Danke. Da hast du bestimmt auch einen passenden Song dazu, oder? Ja, sicher. Das ist ja ein Zufall. Deswegen ist da das Sternchen. Du bist ein Fuchs. Super. Ein Fuchs. Ripsy Ron. Hast ein bisschen Kai Uwe, Konfetti gibt's jetzt. Menschenrechte. Wir sind kein reiches Land, wenn kleine Kinder Gangster werden. Ich gehe in zwei Lokale, um da was aufs Blatt zu malen. Ich habe keine Ahnung, wer gerade was zu sagen hat. Und das ist schade, ja, doch lässt sich nicht ändern. Ich hab mein Fernseher weggeschmissen seit dem 11. September. Solange Schwarze unter Weißen an Sozialrassismus leidet, kommen Spanier oder kriechen auf dem Arbeitsmarkt nicht weiter. Und das ist alles nicht so einfach. Wenn wir keine Rente kriegen, wofür zahle ich denn da einfach? Politiker sind Teufel, die das Spiel so kontrollieren. Immer wenn die reden, hab ich wieder nichts kapiert. Und sind böse Menschen mit einer Skimaske bei dir? Dann wurden sie nicht integriert. Hier und das ist real. Das hier ist nicht Hollywood. Ist ja schön, dass du dein Abi hast und Money machst, du Vollidiot. Kaffee trinken ist kapitalistisch. Tabak rauchen ist kapitalistisch. Bananen essen ist kapitalistisch. Das musst du wissen, ist wichtig. Ich schneide Geldscheine zu Schnipsel und ich schmeiße wie Konfetti. Geldscheine zu Schnipsel und ich schmeiße wie Konfetti. Geldscheine zu Schnipsel und ich schmeiße wie Konfetti. Ab Trauerfeiertag für den dritten Weltkrieg. Es heißt leben und leben lassen. Und was ist mit leben, leben lassen? Ich fühle mich fehl am Platz, wenn Homies bei McDonald's kommt am 7 Ständern lässt er Eis, paar Pommes und ein Doppelwhopper. Und Mortal Kombat ist ab 18 Jahren zu kaufen. Werte werden verdreht, weil die Wahrheit keiner braucht. Und jeder hatte Mitleid mit Paris, doch von meiner Haus die Kleid ist an Silvester wie im Krieg. Jesus, diese Welt hat doch was Besseres verdient. Meine Homies müssen Messer ziehen für Essen oder Miete. Und ich will kein Moralapostel sein, doch wir sollten auf die Straße gehen und fighten. Sagen, was wir meinen, uns klar darüber sein, dass uns angesichts der Lage langfristig nun mal auch keine andere dabei bleibt. Und wie wollen wir uns selber helfen, wenn wir vermeintlich nur uns selber helfen? Kann mal jemand schnell die Welt resetten? Kaffee trinken ist kapitalistisch. Bananen rauchen ist kapitalistisch.
Bananen essen ist kapitalistisch. Das musst du wissen, ist wichtig. Ich schneide Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Am Power-Play-Attack für den dritten Weltkrieg. Ripsilon, dreh ab jetzt! Und irgendetwas sagen, anstatt wirklich was zu machen, ist ja mittlerweile Standard. Du willst nicht auf die Straße, dir fehlt dafür der Elan. Wie wär's denn, wenn du deine GEZ-Gebühr nicht zahlst? Man darf vieles nicht supporten, lass dir bitte nichts erzählen. Nebenher sparst du noch Money und musst dich nicht mal bewegen. Die nicht gezahlte Grundgebühr ist gut investiert, indem du mutig wirst und Bioprodukte probierst. Yeah. Kaffee trinken ist kapitalistisch. Tabak rauchen ist kapitalistisch. Bananen essen ist kapitalistisch. Das musst du wissen, ist wichtig. Ich werde Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Am Trauerfeiertag für den dritten Weltkrieg. Kaffee trinken ist kapitalistisch. Tabak rauchen ist kapitalistisch. Bananen essen ist kapitalistisch. Das musst du wissen, ist wichtig. Ich schreibe Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Geldscheine zu Schnipseln und ich schmeiße die Konfetti. Am Trauerfeiertag für den dritten Weltkrieg. Wow. Ja. Wenn euch das gefallen hat, alle mal die Eins. Alle mal die Eins im Chat. Ich habe das imaginäre Konfetti gespürt. Kai-Uwe freut sich, dass nicht wirklich Konfetti da war. Oh ja, ich erinnere mich. Damals. Als wir Support von 187 waren. 2012, Real Talk. Wollen wir nicht mehr darüber sprechen. Es ist lange her. Es ist lange her. Aber es ist, ja, legendär. Legendär. Ja. Ja. Genau, Kontra K war auch da. Okay, aber über meinen Auftritt brauchen wir nicht sprechen. Aber ist alles kein Problem. Du hast dich ja gemausert. Es ist alles. Ich weiß noch, wie Bones mir die Hand gegeben hat und seine Finger mir ungefähr bis da gingen, weil er so riesige Hände hat und ich war so, okay, moin. Okay, wollen wir weitermachen? Sehr gerne. Gut. Wow. Grüße gehen raus an die Clemensstraße. Und an Kulturfunke. Hallo Stefanie Reis. Ich heiße Pilz und das nicht ohne Grund und Nutte. Homies voll im Kuscheln und ich poge, bis sie blutet. Wenn es 12 schlägt, gehst du lieber schlafen. Der Promillepegel steigt und jeder schiebt einen Haken. Keine Pseudokrieg, die vielen Phrasen. Jeden Abend Clemensstraße, Leben in der Gitt-Gitt-Gasse. Viele Kids bekannter als der Bürgermeister. Aber Kopf mit Pfannbong, meine Krümeleiste. Mich interessiert nicht, was du denkst. Ich häng im Bahnhof, sitte prinzipiell nur mit der Gang. Seit dem Bündelstadtverbot in ganz Deutschland. Und das geht mir alles so am Arsch vorbei. Sie machen eine Fahrt, aber treff ich sie privat, hab ich immer wieder schön die Elle reingejagt. Und ihr denkt, das sei nicht wahr? Ja, nee, schon klar. Was machst du für Fame? Was machst du für Fame, Bruder? Was machst du für Fame? Was machst du für Fame, Bruder? Was machst du für Fame? Was machst du für Fame, Bruder? Bruder, Bruder, Bruder. Komm mal in die Gegend, wo ich lebe, Bruder. Keiner kann sehen, was wir sehen, Bruder. Alles kein Problem, kein Problem, Bruder, 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 Bruder. Wow. Bruder! Yo, ich rede mit der Hand. Leg dich mit mir an und du klebst an einer Wand. PC ist der Inbegriff von Primitivität. Deswegen muss ich meine Medizin einnehmen. Ich bin im Bettbüro am Lindenplatz. Wenn ich mit einer 10er Quote Gewinne mache, dann gibt es Falafel für alle. Weil ich kann à la carte nicht bezahlen. Klar, dass du mir dein Leben zu verdanken hast, wenn ich wieder gehe und du noch atmen kannst. Ich hab keine Lust zu diskutieren. Fick dich oder feier mich, ich muss mich nicht erklären. Mit Arabs und Türken in Randbezirken den Tag genießen, Carpe Diem. Das Erlebte hat mich hart gemacht und ich erzähle davon gerade was. Bruder, was machst du für Fame? Was machst du für Fame? Bruder, was machst du für Fame? Was machst du für Fame? Bruder, was machst du für Fame? Was machst du für Fame? Bruder, 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 Bruder. Komm mal in die Gegend, wo ich lebe, Bruder. Keiner kann sehen, was wir sehen, Bruder. Alles kein Problem, Bruder, 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 Bruder. Unterwegs in der Nacht, Kornern vom Telecafé in der Stadt. Dein Mädchen hat Angst, aha. Was im Beutel drin ist, hab ich eben gejagt. Bruder!
Tripsilon, Mann. Was machst du für Fame? Was machst du für Fame? Bruder? Was machst du für Fame? Was machst du für Fame? Bruder? Was machst du für Fame? Was machst du für Fame? Bruder, 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 Bruder. Komm mal in die Gegend, wo ich lebe, Bruder. Keiner kann sehen, was wir sehen, Bruder. Alles kein Problem ab. Bruder, 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 Bruder. Wow. Ein Applaus für Pilzi. Ja. Oh, danke. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ich will mal ein bisschen lesen hier. Wie geil das Bruder war. Aha. Moin. Sound ist bei mir nicht so gut, sagt die QLR-Crew. QLR-Crew. Schade. Keine Ahnung. Aber keine Idee. Ja, moin. Immerhin. Gut gedacht, schlecht gemacht. So, genau, wir haben ein Gewinnspiel. Du hast schon davon erzählt, ne? Ja. Das ist das legendäre, hier haben wir auch eine Kamera. Ich halte es mal hier rein. Sieht man es? Ja. Nee. Das ist noch zu Zeiten entstanden, als man noch CDs ins Presswerk, im Presswerk produzieren lassen hat. Und für all die Menschen, die sich so ein Ding mal gerne in die Vitrine stellen möchten, haben die Möglichkeit dazu. Und zwar wie? Indem ihr natürlich die neuen Singles bestellt. Wo findet oder man die? Wo findet man die? Überall, wo man so digital Dinge bestellen aha kann. In der ja Infobox. In der Infobox? Ach, in der Infobox. Ja, ja, ich habe doch alles vorbereitet. Ach, Nikolai, wenn ich dich nicht hätte. Na klar. In der Infobox. Guck mal, ihr seid bestimmt so faul wie ich. Ihr müsst einfach nur ein bisschen scrollen in die Infobox. Klickt auf die Links. Und dann bestellt ihr das. Oder bestellt die neue Single vor. Richtig? Richtig. Die wir später noch spielen werden. Aha. Gib mal was ab, heißt sie. Wow. Ja? Genau. Und davon schickt ihr mir einen Screenshot okay als Nachricht bei Insta am besten. Und dann werde ich jemanden auslosen. Und diese Person bekommt dann dieses Album. Ich schreibe auch noch was drauf, wenn ihr das gerne möchtet. Toll. Toll. Ja. Wollen wir den nächsten machen? Ja. Ripsy, willst du noch was loswerden? Okay. Er möchte den Beat, den nächsten Beat möchte er loswerden. Okay. Los. Oh, ein wunderschöner Remix von Gespenst. Ich hätte gerne noch etwas mehr Nebel. Das war schön irgendwie. Danke sehr. Ah, ich bin draußen mit der Clique. Wir fahren mit dem Auto durch die City. Wir stehen in jedem Club auf dieser Liste. Alle grüßen, wenn du Pilz bist. Ist so. Ey, keine Zeit für Competition. Keine Zeit für Beef, keine Zeit mit dir zu sprechen. Du kriegst einfach auf die Fresse. Bam, zweimal auf die Fresse. Dreimal auf die Fresse. Und komm mir nicht mit Selbstmitleid. Ich mach mich von gesellschaftlichen Werten frei. Deine Tasche ist von Calvin Klein selber schuld, wenn jemand kommt und sie dir aus deinen Händen reißt. Standard, ich kann nicht anders handeln. Meine Bros sind fokussiert auf den Arsch an deiner Schlampe. Du stehst daneben und bist leise. Das Leben in der Gegend wird ab 10 Uhr abends scheiße. Wir kommen mit gezocktem Mietwagen und rosarot und Skimasken. Wir wollen Zwietracht sehen. Wollen nicht alle deine Scheine, nur die lilanen. Wir kommen mit gezocktem Mietwagen und rosarote Skimasken. Wir wollen Zwietracht sehen. Wollen nicht alle deine Scheine, nur die. Alle. Alle deine Scheine, Scheine. Stadt. Ich hab mein Status mit den Jan auf Vordermann gebracht. Kein Tag vergeht ohne Hustle. Du Jägermeister, ich Tetrapackgeist. Ich will ohne Zielstrebigkeit und Fleiß nie wieder pleite sein. Ohne Zielstrebigkeit und Fleiß nie wieder pleite sein. Yeah, cool in the game. Meine Jugend verpennt, ich hab Schule geschwänzt. Guthaben weg, meine Hut, deine brutale Welt. Next Level, bring mir meine Feinde her, ich fresse Pilz, ich bin einfach mal die Beste. Ich kenn das Leben auf der Straße hier. Hater reden, aber kriegen auf die Nase hier. Yeah. Wir kommen mit gezocktem Mietwagen und rosaroten Skimasken. Wir wollen Zwietracht sehen. Wollen nicht alle deine Scheine, nur die lilanen. Wir kommen mit gezocktem Mietwagen und rosaroten Skimasken.
rosa-rote Cheat-Maske. Will mein Zwietracht sehen, weil nicht alle deine Scheine nur die... Alle. Wir werden alle deine Scheine. Schein. Ja, Mann. Oh, das ist so ein Brett, Alter. Gespenst-Remix. Vielen Dank. Grüße gehen raus. Das hat alle deine Scheine. Wir wollen alle deine Scheine. Alle oh. deine Scheine. Wow, den mag ich echt gerne. Und das ist so schade. Das ist einer der geilsten Songs live, weil... Der ja. Vibe und naja. Ja, das fehlt schwierig, wirklich, ne? Das fehlt wirklich. Ja. Also diese Energie, die aus dem Publikum kommt, die wird auf die Bühne transportiert. Ja. Lass uns ressourcenorientiert ja. denken. Ja, ja, lass uns ressourcen. Wir dürfen noch hier stehen. Ey, wir super. Haben die Möglichkeit, das hier zu machen. Natürlich. Dank des Riders Cafés und dank der Kulturfunke. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Wir sind alle gesund, zumindest jetzt gerade. Und ich freue mich, ich hatte gerade einen Bandscheibenvorfall erst, dass ich mich wieder bewegen kann und hier überhaupt rumspringen kann. Also wenn ich einfach umfalle oder schreie, dann mache ich im Liegen weiter. Nicht wundern, dann ist es aber schon zu spät. Okay, zurück zum Kontext. Ja, ressourcenorientiert. Ja, gut. Was haben wir da? Was haben wir als nächstes? Ja, einen neuen Song. Den kennen die Leute ja noch gar nicht. Wollen wir erstmal mit der Crowd interagieren? Ach ja, die Crowd. Möchtet ihr... einen Song, Moshpit. Möchtet ihr einen Song hören, der bis dato noch nirgendwo gespielt worden ist? Noch nirgendwo? Dann die Eins, bitte. Wollen wir die Eins? Geht das so? Die ja, Eins? Klar, klar. Die Eins. Das dauert mir zu lange. Ja, Herr Götz ist auf jeden das Fall dafür. Das geht alles von eurer Zeit ab. So, bin erstmal weiter. DJ Viking. Nee. Läuft ja so, funktioniert das hier nicht. Oh, jetzt. Oh. Ja, da geht jetzt was. Jetzt kicken die rein. Jetzt haben sie es auch gecheckt, ja, ja. Wie es funktioniert. Sie wissen, wie es geht. Aber aller Anfang ist schwer. Gut. Okay. 0,5 ist auch okay. Aber passend zum Song braucht man auch eine gewisse Affinität fürs ja. Internet, würde ich sagen, oder? Richtig, ja. Okay, noch nie live gespielt. Erzähl den Leuten nochmal was. Nö. Das erzähle ich doch im Song. Oder? Ja, bitte. Ja. Ach so. Ripsy macht schon einen guten Anfang. Das ist nämlich Thema. Dann hau doch mal rein. Wow. Wow. Ah, Nebel ballert, ey. Nebel ballert rein. Bitte schreib mich heim. Wir sind die Besten, wir sind die Letzten, echten, was ist da los? Ihr seid so hässlich, immer am Lästern, aber nicht mit uns. Sag mir deine Meinung, wenn du eine hast, aber bitte schon, bevor ich dir dann meiner sag. Komm, wir gucken, wer schneller in einem anderen Arsch ist, dann follow deinen Like und deinen Kommentar. Bitte zieh dir meine Story rein. Sorry, nein, für deine hab ich keine Zeit. Ja, und das lass ich alle wissen. Alle sollen wissen, ich bin übertrieben busy. Was bei mir so geht, guck doch bitte in die Highlights. Alles, was ich mache, findest du in meiner Timeline. Bin ständig auf Toilette, damit mein Chef es nicht checkt. Warte auf die Reactions von wildfremden Menschen. Ich werd niemals auf Abmelden drücken. Oder seh ich aus wie eine Verrückte? Wer ist dieser Real Life? Hat er kein Insta? Junge, so ein Hurensohn. Swipe up, swipe up. Pass nur auf, dass dein Akku nicht leer geht. Yeah, swipe up, swipe up. Tanz, kleine Puppe, tanz, kleine Puppe. Yeah, swipe up, swipe up. Wer bist du ohne dein Passwort? Yeah, swipe up, swipe up. Tanz, kleine Puppe, tanz, kleine Puppe. TikTok, TikTok, ich vergeude mein Leben. Wohl nicht, wenn ich in ihren Storys zu sehen bin. Garderobe oben ohne, aber bitte nur in einer vorteilhaften Pose. Denn mit Hängebrüsten wurde hier noch keine zur Ikone. Also bleib mal auf dem Boden, es gibt da ja noch weitere Methoden. Zum Beispiel Blackfacing und dann noch Fettshaming. Vergiss Privilegien. Bitte noch mit Filter, bitte noch mit Glitzer. Ich mach mit dir ein Foto, aber bitte nicht mit Blitz. Ja, Kooperationen zum Leid eurer Seele. Und nicht in der Lage, ein Statement zu geben. Weil meine Reichweite steigt, wenn ihr meine Breite geteilt. Hol ich meistens zu irgendeinem Scheiß noch eure Meinungen ein.
als ob es mich interessiert, was ihr bei mir so kommentiert. Ich will nur, dass ihr eure Freunde markiert, um Follower zu generieren. Yeah. Yeah, swipe up, swipe up. Pass nur auf, dass dein Akku nicht leer geht. Yeah, swipe up, swipe up. Tanz, kleine Puppe, tanz, tanz, kleine Puppe. Yeah, swipe up, swipe up. Wer bist du ohne dein Passwort? Yeah, swipe up, swipe up. Tanz, kleine Puppe, tanz, tanz, kleine Puppe. Und ihr habt den Swipe up Tanz, den habt ihr mitbekommen, oder? Yeah. Der geht so. Und dann. Okay, wir brauchen natürlich Bücher zu. Folg dir, du folgst mir, es ist der Beweis. Wenn du dem folgst, der dir folgt, dann dreht ihr euch im Kreis. Ich folg dir, du folgst mir, es ist der Beweis. Wenn du dem folgst, der dir folgt, dann dreht ihr euch im Kreis. Und abswipen. Alles swipen ab. Wer abswipe, drückt die 1. Yeah, swipe up, swipe up. Pass auf, dass dein Akku nicht leer geht. Yeah, swipe up, swipe up. Tanz, kleine Puppe, tanz, tanz, kleine Puppe. Yeah, swipe up, swipe up. Wer bist du ohne dein Passwort? Yeah, swipe up, swipe up. Tanz, kleine Puppe, tanz, tanz, kleine Puppe. Ja, Mann. Wow. Ganz neu, frisch gewaschen, Lied von Ripsy. Der Song ist schon sehr alt, aber ich habe ihn irgendwie jetzt erst aufgenommen. Aber was, so, ich, was du verraten kannst ist, oder was ich jetzt an dieser Stelle verraten werde, ist, dass es dazu ein Video geben wird. Richtig. Kommt Anfang nächsten Jahres raus, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr, sehr am Anfang, um einen kleinen Hinweis zu geben. Richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Am Anfang des Jahres. Ja, im Januar. So ist es. Mir braucht ihr nicht zuhören. Nico, also wenn ich rappe, hört ihr mir zu. Aber wenn ich rede, dann lieber Nico. Ich habe immer, ich mache immer einfach nur. Und wichtig ist die 1 drücken. Die 1, richtig. Oh, und da sehe ich gerade, da ist wieder ein Sternchen auf meiner Setlist hier. Das bedeutet? Was bedeutet das? Auf gut Deutsch? Ja. Flaschen hoch, ne? Ah. Flaschen hoch. Können wir da was zu sagen? Dürfte die eine oder der andere ja kennen. Oh. Cool. Auch in der Infobox, wer noch nicht gegönnt hat. Ich grüße zurück, moin moin, wollte ich mal kurz sagen. Vielleicht auch mal an dieser Stelle zu erwähnen, weil wir immer darauf verweisen, hier bestellt doch mal die Songs, die ihr in der Infobox findet oder streamt die Songs oder wie auch immer. Ich unterbreche dich. Ja? Da schreibt jemand, diese Person nennt sich, ich will den Pilzpulli. Aha. Diesen? Ja, das ist ein Unikat. Das ist tatsächlich eine Fehlproduktion. Das Logo ist ein bisschen schief und deswegen durfte ich den haben. Ich habe nichts dafür bezahlt, weil er sonst in den Müll gekommen wäre. Okay, und jetzt finde mal deinen Faden von eben wieder. Okay, kein Problem. Also es geht darum, dass wir oder beziehungsweise alle Menschen, die jetzt gerade Musik machen und in dieser Pandemie leben, verlieren viele, viele Einnahmequellen oder einer der größten. Das ist nämlich die Live-Einnahmequelle. Das bedeutet, es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie ein Luxusleben weiterfinanziert bekommen möchten, indem ihr unsere Songs kauft, sondern es geht einfach darum, dass wir neue Projekte in der Zukunft vorfinanzieren möchten oder alte Projekte refinanzieren möchten. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr Independent-KünstlerInnen unterstützt. Und das könnt ihr am besten machen, indem ihr einfach die Musik von den Menschen kauft und konsumiert. Das wollte ich erzählen. Das ist voll nett. Danke. Ich fühle mich ein bisschen blöd, weil du so viel redest und die Leute denken, was ist mit ihr? Warum macht er denn alles? Warum steht denn jetzt der Mann da und redet für die Frau? Oh, scheiße. Nee, aber scheiße. Ich bin nicht der Typ dafür. Das ist einfach die Erklärung, falls ihr das komisch findet. Ich bin noch nicht so. Ich vergesse dann die Hälfte. Egal, lass uns weitermachen. Das ist das, was ich kann. Cool. Ja, Flaschen hoch. Wie wow. Sagen. Mit dem Video von Gary Emekwa. Darauf trinke ich doch erstmal ein. Ja, bitte. Los, mach das doch mal. Du kannst ruhig schon anfangen, Ripsy. Wir stimmen die Asservatenkammer und nehmen alles auseinander. Alle Maledeckung, weil Plakate werden Brennholz. Jetzt wird das Trommelfell massiert. Der Tinnitus sorgt dafür, die Kontrolle zu verlieren, yeah. Panik macht sich breit. Die 110 muss in Alarmbereitschaft sein.
Ich hab den Bankautomaten gesprengt und habe dann das Geld verbrannt und verschenkt. Wir zünden das Gebäude von McDonald's damit an. Cheeseburger braten heute doppelt so lang. Polizei ist nervös. Die Pyro-Party steckt um 13:12 Uhr. VIP, welcome to hell. Alles steht und fällt mit dem Ende der Welt. Heute tanzen wir vom Rampenlicht ins Licht. Flaschen, die auf dich gehen, sind alle nicht ganz dicht. Barkeeper mixen was zusammen. Wenn du daran nimmst, rück es sich an die Wand. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, der nächste Cocktail geht aufs Haus. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, das ist der Cocktail-Sati-Sound. Pharmafirmen lachen über Homöopathie. Politiker performen ihre Choreografie. Amazon macht monatlich millionenfach Profit. Die katholische Kirche hat so viel Kohle wie noch nie. Parallel dazu Snowden im Exil. Julian Assange wird gequält, Carola inhaftiert, Donald Trump regiert. Und hier ist niemand interessiert, aber Polizei ist nervös, die Pyro-Party steckt um 13:12 Uhr. VIP, welcome to hell, alles steht und fällt mit dem Ende der Welt. Heute tanzen wir vom Rampenlicht ins Nichts, Flaschen, die auf dich gehen, sind alle nicht ganz dicht. Barkeeper mixen was zusammen, wenn du daran nimmst, drückt es dich an die Wand. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, der nächste Cocktail geht aufs Haus. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, das ist der Cocktail-Party-Sound. Ich mach mich startklar für das, was bevorsteht. Viva con agua, Molotov-Cocktails. Oh, oh, oh. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, der nächste Cocktail geht aufs Haus. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, das ist der Cocktail-Party-Sound. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, der nächste Cocktail geht aufs Haus. Heb die Flaschen hoch, alle sind verfassungslos. Komm, ich geb ein aus, das ist der Cocktail-Party-Sound. Ja, Mann. Wow! Hey, einer meiner Lieblingssongs geworden. Alle mal die Eins in den Chat! Ja, vielleicht ein bisschen Abwechslung auch irgendwann mal. Aber erstmal die Eins. Geil. Der nächste Song ist schon etwas älter und doch mag ich ihn sehr gerne. Doch immer wieder nett. Immer wieder nett. Immer wieder nett, ne? Der nächste Song, den kennt ihr auch vielleicht von einem Video, in dem ich viele private Nachrichten an mich gezeigt habe, die übrigens alle real waren und nicht gefaked waren. Vielleicht ist es mal ein Blick wert. Das war eine krasse Zeit. Der Song heißt Rest in Peace. Rip. Ripsy. Hau raus. Und alle schütteln mit dem Kopf. Immer noch bin ich in meiner Hood. Ich hab schon immer das Problem gehabt, dass ich mit Menschen, die mir sagen, dass ich Fehler mach, nicht reden kann. Ich bin immun gegen Trottel, die nur quatschen. Deshalb hab ich in der Schule oft den Unterricht verpasst. Yo. Ich denke nicht an morgen und verschwende die Ressourcen, die wir gestern noch besorgt haben. Egal, wir kommen irgendwie zurecht. Ich kollidiere mit dem Gesetz für die Gang. Es macht Brett, alles Absicht und Taktik. Und ihr klatscht es mit Schmackes. Junge, chill, Pilz, ich nehme, was ich will. Und jeder schickt mein Film, wenn ich in Interviews erzähle, wie das Leben ist, wenn du aus einer Gegend bist, wo du schnell mal Schläge kriegst, wenn du die falschen Wege gehst. Alles für die Realness. Denn was kann mir schon passieren, Bitch? Alles für die Realness. Denn was kann mir schon passieren, Bitch? Und ich feier mich selbst. Alle können sich ficken, wenn es keinem gefällt. Ich komm zu deiner Party und verteile paar Schellen. Bediene mich am Kühlschrank und bin gleich wieder weg. Und ich feier mich selbst. Alle können sich ficken, wenn es keinem gefällt. Ich komm zu deiner Party und verteile paar Schellen. Bediene mich am Kühlschrank und bin gleich wieder weg. Willst du mich ficken, kriegst du Stiche in die Rippen. Willst du mich ficken, kriegst du Stiche in die Rippen. Willst du mich ficken, kriegst du Stiche in die Rippen. Fick dich, Ripp! Triff mich, wie ich Dumpfbacken umklatsche. Und die Bullenschlampe fragt, was ich für'n Grund hatte. Juckt, Alter. Gib ner Frau, die nichts zu melden hat. Eine schicke Uniform, sie hebt in andere Welten ab. Und auch wenn mich die Staatsanwaltschaft anzeigt, hab ich keine Angst, nein. Ich bin eine, die man nicht im Viertel kennt. Hier geht es nicht um Rap, yeah. Da ist doch
Pisse mitgekommen, als dein Vater deiner Mutter in die Furt gespuckt hat, du Lutscher. Guck mal, ich geh back to the roots, born to be wild. Und deine Schwester möchte sich die Ohren zu halten. Rap Money machen für die Gegend, für die Jungs. Doch ich nehme nicht in den Mund, also geh und dreh dich um. Punkt. Und ich hab Star Charakter. Menschen machen, was ich sage, ohne dass ich einmal nachgedacht hab. Alles für die Realness. Denn was kann mir schon passieren, Bitch? Alles für die Realness. Denn was kann mir schon passieren, Bitch? Okay. Nochmal an alle Menschen da draußen, egal wo ihr gerade seid. Für die letzte Hook nehmen wir nochmal die Hände nach oben. Ihr kennt es. Das ist ein motherfucking Hip-Hop-Konzert. Okay. Und ich feier mich selbst. Alle können sich ficken, wenn es keinem gefällt. Ich komm zu deiner Party und verteile ein paar Schellen. Bediene mich am Kühlschrank und bin gleich wieder weg. Und ich feier mich selbst. Alle können sich ficken, wenn es keinem gefällt. Ich komm zu deiner Party und verteile ein paar Schellen. Bediene mich am Kühlschrank und bin gleich wieder weg. Yeah. Ein Applaus für Pilzi. Und alle mal die Eins in den Chat. Turn up. Ja, schade. Also unsere Konzerte oder insbesondere deine Konzerte leben ja auch davon, dass du ganz viel mit den Menschen im Publikum interagierst. Das bedeutet, du holst Menschen auf die Bühne, schlägst sie freiwilligerweise, du springst rein, Moshpit, dies, das, ihr kennt die Vibes. Und ja, schade, dass das alles nicht möglich ist, aber wir bleiben weiter ressourcenorientiert und machen weiter mit. Einem Song, den ihr auch nicht kennt, es sei denn, ihr wart auf den letzten ein, zwei tatsächlichen Konzerten, die wir gegeben haben. Oder auf einer Demo vielleicht mal. Ich spiele den Song seit gewisser Zeit live, aber er ist tatsächlich noch. Irgendjemand hat hier sein Handy laut, bitte lass das sein. Genau, dieser Song, der ist noch nicht veröffentlicht, wird nächstes Jahr auf jeden Fall passieren. Ich habe schon gehört, dass einige ihn unbedingt gerne veröffentlicht haben wollen. Noch ist es nicht passiert, aber es macht immer wieder Spaß, ihn live zu spielen. Du, wie heißt denn die Nummer? Erzähl doch mal. Och Mensch, Nikola, ich wollte es spannend machen. Der Song heißt 161. So. Vielleicht geht's los. Alle mal die 161 in den Chat. Ich zähle auf euch. Wo bleibt ihr? Ja, danke. Die Dunkelheit verrät mich nicht. Therapeuten sagen mir, was meiner schwarzen Seele hilft. Denn ich will keine Blume mit dir pflücken. Ich will Politiker töten und die Schulsysteme stürzen. Das ist polemisch politisch. Ich will, dass wir die Exekutive gesetzlich verbieten und represente die Street. Yeah. Mein Tagebuch darf keiner sehen, weil ich über Leichen gebe. Bei der Polizei bekannt, weil ich hab ein Scheißproblem mit 9 von 10. Wir wollen die Statik des Staates brechen. Deshalb lass ich phasenweise statt der Sprache Taten sprechen. Ich box Alis Weidel quer durchs Gesicht und nenn das genderspezifische Gesellschaftskritik. Willkommen vorbei, will die 161. Wer sagt, wir sind gewalt bereit? Wir werfen nur den Meilenstein. Meilenstein, Meilenstein. Willkommen vorbei, ruf die 161. Wer sagt, wir sind gewalt bereit? Ich werfe nur den Meilenstein. Will 161, 161, 161. Willkommen vorbei, ruf die 161. Wer sagt, wir sind gewaltbereit? Ich werfe nur den Meilenstein. Will 161, 161, 161. Ich verlass die Bude nur, wenn's dunkel wird. Hab die Kapuze meines Hoodies bis zum Mund gezirrt. Ihr könnt euch Freundlichkeiten sparen. Ich leide an Verfolgungsdrang, sagt Räuber und Gendarm. Nicht eine Sekunde, ein Teil von deiner Geschichte. Wir haben schon in Kinderschuhen mit Steinen geschmissen, weil wir seit der Sechsten nicht auf Gesetzestexte achten. Ist es, was Politiker in Parlamente machen? Absurde Welt, in der der Weihnachtsmann geliebt wird und Coca-Cola schwarzes Gift für Kriege liefert. Gelbe Westen scheinen heller als die Sonne und das M von McDonald's, wenn wir kommen. Oh yeah. Wir kommen vorbei, ruf die 161. Wer sagt, wir sind gewaltbereit? Wir werfen nur den Meilenstein. Meilenstein, Meilenstein. Wir kommen vorbei, ruf die 161. Wer sagt, wir sind gewaltbereit? Ich werfe nur den Meilenstein. Will 161, 161, 161.
wir kommen vorbei. Ruf die 161. Wer sagt, wir sind gewaltbereit? Ich werfe nur den Meilenstein. Will 161. Wir kommen vorbei, ruf die 161. Wer sagt, wir sind gewaltbereit? Ich werfe nur den Meilenstein. Will 161. Dass du da bist. Geil. Ey, der nächste Song, da ist kein Sternchen, aber ich bin sicher, da sollte eigentlich einer sein. Ich halte es mal hoch, ja? Ja. Das habe ich jetzt auch erwartet. Wer hat Lust auf ein Gemeinschaftsspiel? Gesellschaftsspiel. Also ich nicht. Und was machst du jetzt? Okay. Muss ich entscheiden. Gib mal was ab. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Ja. Entwickelt von niemand geringerem als Martin Bergmann. Ja. So, was ist denn das, Nikolai? Jetzt pack das mal aus. Ein Unboxing quasi. Ich möchte euch keine Deluxe-Box andrehen. Und ehrlich gesagt, könnt ihr das hier auch nie haben. Wir wollen einfach nur zeigen, dass wir es haben. Das ist nichts, was wir zum Verkauf anbieten. Das ist einfach geil und wir wollen es zeigen. Gib mir was ab. Okay, cool. Cool, oder? Was ist denn da so drauf? Wollen wir eine Runde spielen? Nee, ich will jetzt wissen, was da drauf ist. Ja, überhaupt. Guck dir das an. Abstand. Abstand. So. So. Jetzt Zack. Wir haben ja die Zeit, ne? Wir haben die Zeit. Sowas machen wir, wenn die Supportgäste keine Zeit haben. So, was haben wir denn? Ja. So, haben wir hier noch Gemeinschaftskarten. Zack. Ja. Ja, auch nochmal. Schön. Du fängst an. Ich brauche einen zweiten Würfel. Was ist mit dir verkehrt? Weißt du nicht, wie man gibt mal was abspielt oder was? So. Müssen wir jetzt so lange würfeln, bis wir. Guck mal, man spielt das mit einem Würfel, oder? Zack. Das kann man ja gar keine. So, du bist auf ein Ereignisfeld gekommen. Ja, genau. Da musst du jetzt eine Karte ziehen. Okay. Ist das nichts? Gemeinschaftskarte. Ereignisfeld. Ereigniskarte. Zahle jeweils 1500 Euro Schmerzensgeld an alle Hater. Das zeigt doch mal in die Kamera. Oh. Komm. So, ich bin dran, ne? So. Ich will aber nicht mogeln. Ich würfel mal. Ah, guck an. Guck an. Gemeinschaftsfeld. Ja. Konsens ist Nonsens, steht bei mir. Ja. Mach auf unzurechnungsfähig und werde aus dem Knast entlassen. Ah, die kann ich aufbewahren, falls ich mal ins Gefängnis gehe. Dann komme ich nämlich wieder raus. Ja. Tolle Sache. Okay, wollen wir weitermachen? Ja, dann sag den Leuten nur noch mal, dass man das ganze Ding auch noch bestellen kann. Das? Ja, kommt nächste das Woche. Das nicht, aber nicht das, ja, das ist meins. Der Song. Das kriegt ihr nicht. Der Song kommt nächste Woche Freitag raus. Gib mal was ab. Weißt du das, Pilzi? Weißt du, dass der Song nächste Woche Freitag rauskommt? Nächste Woche Freitag schon? Ja. Am 18., ne? Ja. Ja. Gut, dann muss ich mal ein Promo machen dafür. Ja, mach das doch mal. Ja. Also, okay. Link ist in der Infobox. Ihr wisst, wie es geht. Ja, genau. Gut, dann vielleicht zeigen wir erstmal den Song, bevor wir das Produkt irgendwie hier... Genau, hört euch mal den Song an, wenn ihr ihn gut findet, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr den kaufen würdet. Den haben wir auch noch nicht live gespielt, weil es den haben wir noch nicht gemacht. Aber es ist ein trappiges Ding, also macht euch warm auf der Couch. Okay. Trap? Ja, du bist auch da. Ist das Trap, Ripsy? Klar ist das Trap. Ich weiß sowas immer nicht. Ja, ich rappe mal einfach. Ich höre einen Beat, denke mir, der ist geil und dann rappe ich drauf. Ja, ist mir egal, ob das Schlager oder Trap oder... Ja, dann mach doch mal jetzt. Na los. Ripsi schläft schon ein. Ah, mein aktueller Lieblingssong. Mein aktueller Lieblingssong. Ja, ich höre auf zu reden.
Nebel bitte. Harter Tobak, da wo ich wohne. Secondhand, meine Garderobe. Magen krummelt, schwarze Lunge. Clemensstraße, alles dufte. Denker bluten aus in meinem Keller. Und ich glaub, das wird sich auch aller Voraussicht nach sich ändern. Emma. Armut steigt, harte Zeiten, schwarz und weiß. Staatsgewalt im Alltag ist mein Hard Knock Life. Destruktive Politik fließt in meine Poesie und bietet Platz für Rosenkrieg. Und was dem Staat zu schaffen macht, ich bin Komplize in einer kriminellen Machenschaft. Ja. Konsens ist Nonsens, niemals Top 10, expliziter Content. Wir haben wenig und wollen mehr. Also gib doch mal was her. Gib was her. Gib mal was her. Gib mal was her. Gib mal was her. Digga, ich bin noch nicht satt. Gib mal was her. Gib mal was her. Gib mal was her. Digga, ich bin noch nicht satt. Also, los, los, los. Gib mal was her. Jetzt. Gib mal was her. Digga, ich bin noch nicht satt. Gib mal was her. Los. Gib mal was her. Also, gib mal was her. Digga. Opel Corsa, 50 Euro Kaufpreis. Glaub mir, dass ich draufhalte, wenn du mir nicht ausweichst. Aussteigen, worüber reden wir denn hier? Wenn ich weniger besitze, kann ich weniger verlieren. Du hast mehr als ich. Ich beschummel den Staat und hab die Hunderter gebunkert im Hundefutter. Ob Prostituierte oder Lehrer, Gangster, Dealer oder Rentner. Du bist gut, wenn du das Herz am linken Fleck hast. Digga, check das, ich bin eine von denen. Weshalb ich meine Fresse schon in Zeitungen sehen kann, weil ich halte dagegen. Nein, ich mach nicht die Million. Nee, doch wenn ich morgen gehen sollte, hat es sich gelohnt. Also mach ich, was ich muss, ja. Und damit meine ich nicht das, was der Staat mir sagt. Ich will die Regierung regulieren, kommt es hart auf hart. Ja, wir haben wenig und wollen mehr. Also gib doch mal was her. Hier, gib was her. Gib mal was ab. Gib mal was ab. Gib mal was ab. Digga, ich bin noch nicht satt. Gib mal was ab. Gib mal was ab. Gib mal was ab. Digga, ich bin noch nicht satt. Also gib mal was ab. Los. Gib mal was ab. Jetzt. Gib mal was ab. Digga, ich bin noch nicht satt. Gib mal was ab. Los. Gib mal was ab. Also gib mal was ab. Danke. Dieser Beat, ey. Ich höre ihn und ich hab keine Kontrolle mehr über meinen Körper und es muss einfach raus. Nimm sie, dreh auf das Ding. Du weißt, dass der Song jetzt zu Ende ist. Nein, gleich, ist er oder? Nicht. Ja, gleich. Okay, jetzt. Das ist echt mein Lieblingssong von den neuen. Ja, kommt echt. Nächste Woche Freitag. Habe ich das eben schon mal gesagt? Infobox. Jetzt vorbestellen. Vorbestellen, ja. Wäre echt korrekt von euch. Ja. Und natürlich gibt es dazu auch ein Video. Bald. Kommt? Bald. Natürlich von Martin Bergmann. Hallo Martin. Martin. Ich glaube, er mag das nicht. Also von wem ist das Video? Sag's doch nochmal. Martini. Martin Bergmann. Ah, von Martin. Martin. Vielen Dank. Okay, reicht. Weiter. Diese Kindern Brille. Erzählt man Geschichten zum Los. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen. Erwachsenen, damit sie aufwachen. Shoutout an meine Schwester Yoko Ono. Und an meine Mama. Hallo. Oh. Wo ist der Haken und ob Kids aus Bangladesch da eine Antwort drauf haben? Ja, du bist willkommen in unserem Verein. Ist der Stundenlohn zu klein? Wird das Butterbrot geteilt? Privateigentum ist einfach nicht mehr da. Wir kommen und wir nehmen und verteilen es an die Arme. Wir reichen dir die Hand, wenn du magst. Und grad hast du auch keine andere Wahl. Wenn du stricken kannst, machst du Pullis für die Nachbarn. Und wenn du Hunger hast, kriegst du Kartoffeln vom Acker. Du brauchst nicht zur Bank, um das Auto zu tanken. Ich lauf ja jetzt auch nicht zu Kaufland und zahl da
es nicht um Glaubensart und Hautfarbe, Mann. Doch der Grundgedanke hält uns zusammen. Wir gegen uns und alle. Sie sagen, was wir machen, wäre falsch. Alles, was sie sagen, lässt uns kalt. Wer sind hier die Bösen, wenn es knallt? Mehr Armut, mehr Gewalt. Sie sagen, was wir machen, wäre falsch. Alles, was sie sagen, lässt uns kalt. Wer sind hier die Bösen, wenn es knallt? Mehr Armut, mehr Gewalt. Mehr Armut, mehr Gewalt. Mehr Armut, mehr Gewalt. Para, para, Paradies, Paranoia. Du brauchst nicht mehr zum Amt zu gehen und fürs Anträge abgeben anzustehen. Wir führen ein anderes Leben, gewöhn dich lieber dran, ey. Früher gab es Tumblr-Blogs und schöner CD-Galle. Heute macht der Döner Menschen Köfte nur Salate. Und alle wollen eine schöne Portion haben. Kein Problem, dass ich nie in der Schule war. Als ich damals hätte lernen können, ist doch googelbar. Da ist nichts oben drin. 10 lange Jahre nur gespickt und geschwänzt. Ist nicht so schlimm, wenn ich nicht gebildet bin. Ich weiß, was richtig für mich ist. Wir bauen ein Regelwerk nach ethischen Werten, die uns in dieser Welt nicht mehr das Leben erschweren. Alle. Wir sind Liberale für das Gute, aber Anarchie war immer blutig. Sie sagen, was wir machen, wäre falsch. Alles, was sie sagen, lässt uns kalt. Wer sind hier die Bösen, wenn es knallt? Mehr Armut, mehr Gewalt. Sie sagen, was wir machen, wäre falsch. Alles, was sie sagen, lässt uns kalt. Wer sind hier die Bösen, wenn es knallt? Mehr Armut, mehr Gewalt. Mehr Armut, mehr Gewalt. Mehr Armut, mehr Gewalt. Para, para, Paradies, Paranoia, Anarchie. Hallo Max. Para, para, Paradies, 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 Paranoia, Anarchie, Anarchie, Anarchie. Sie sagen, was wir machen, wäre falsch. Alles, was sie sagen, lässt uns kalt. Wer sind hier die Bösen, wenn es knallt? Mehr Armut, mehr Gewalt. Sie sagen, was wir machen, wäre falsch. Alles, was sie sagen, lässt uns kalt. Wer sind hier die Bösen, wenn es knallt? Mehr Armut, mehr Gewalt. So schön, oder? So schön. So schön. Pilzi, sag doch mal, was die Leute machen sollen im Chat, wenn sie es genauso schön finden. Ja, vielleicht eine Eins? Wäre das was? Finde ich gut, ja. Eine Eins? Gucken, wie da die Resonanz ist. Ja, Martin Bergmann, schreibt jemand. Martin Bergmann, Martin Bergmann, Martin Bergmann, Martin Bergmann. Das ist ein bisschen cringe, muss sein. Ripsy, eine Frage. Wie geht es dir unter deinem Mund-Nasen-Schutz? Du willst flexen? Okay, damit. Okay. Okay, ich muss einmal noch was trinken, weil jetzt wird es nochmal richtig hart für mich. Ja, super. Ne? Zwei Songs nur noch. Ja, also je nachdem, ne? Je nachdem, ob da noch eine Eins kommt, vielleicht, wenn wir nach einer Zugabe fragen. Okay. Sind wir bereit? Ich bin bereit geboren. Ich bin okay. Bereit, wenn du es bist. Oh, nicht spucken. Corona. Oh, shit. Wow. Also, wenn ihr auf der Couch sitzt, ist jetzt der perfekte Moment, um aufzustehen. Und aufs Klo zu gehen. Und alle gucken so und setzen jetzt. Brr, 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 brr. Obwohl wir bloß ein bisschen flexen. Flexen, flexen. Flexen, Junge, weil wir flexen, 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 Mädchen, weil wir flexen, 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 guck mal, wie wir flexen, flexen, flexen. Ich lebe jeden Tag, als wär's der Letzte. Letzte. Viele wollen mich sterben sehen, lese ich in der Presse. 8 von 10 Interviews sind kategorisch abzulehnen. Wenn ihnen der nötige Respekt für was ich mache fehlt, gib mir den Beat und ich flex. Keine Liebe für Rap, wenn's die Miete nicht deckt. Deine Brieftasche weg, wenn ich mich neben dich in den Linienbus setz. Es ist cool, dass du etwas von Mode verstehst, doch dafür deinen Daddy und Cola anfrisst. Ich wurde groß in der Gegend, wo Dosen von dir deinen Monat retten. In der Hut ist man zu blöd, um was zu lernen. Und ich mein das nicht mal böse, ich mein's ernst. Danke, Merkel. Ich lese keine Facebook-Kommentare, doch bin weltoffen für alle, die mir Geldgeschenke machen. Ich bin abgefuckt und jag das Mula. Mit den Mädels mach
mach ich Party in der U-Bahn, du Hurensohn. Fühlt sich gestört, wenn wir mit Ghetto Blaster Tracks von damals rappen und mit Edding an die Fenster malen. Und alle gucken so entsetzt jetzt, obwohl wir bloß ein bisschen flexen. Flexen, flexen, flexen. Junge, weil wir flexen, flexen, flexen. Mädchen, weil wir flexen, flexen, flexen. Guck mal, wie wir flexen, flexen, flexen. Digga! Okay, wo sind die Metallköpfe? Das ist der Moment, in dem wir für gewöhnlich in die Crowd springen und durchdrehen. Traurig. Das war so. Oh. Normalerweise sind wir so komplett durchgeschwitzt danach und. Boah, ich bin's trotzdem. Ich bin reingesprungen, hab einen mitgekriegt, schlag mir die Knie auf und so weiter. Naja. Kannst du vielleicht kurz. Ja, ja, klar. Knie? Was? Ja, ist schon gut. Bisschen so die Zeit überbrücken, meinst du? Nein, 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 nein. Also, okay. Okay, hast du dein Handy eigentlich hier am Start? Könntest du ja mal einen Blick in dein Instagram werfen, denn wir haben ja immer noch diese wunderschöne CD zu verlosen. Machen wir das jetzt? Nö, ja, aber warte. Vielleicht gibt es ja schon irgendwas. Ja, das ist schlecht, weil mein Akku ist fast leer. Okay, dann würde ich sagen, um der Sache aber auch das Nötige an Respekt zu verschaffen, fände ich es, glaube ich, gut, wenn du auslost. Instagram-Story oder so, damit die Leute auch nicht auf denken, dass du die Leute verarscht. Klar. Es gibt auch so eine App, Nikolai, kann ich dir mal erklären kurz? Ja, erzähl doch mal. Da kann man so alle möglichen Namen einfügen und die generiert dann so ein Zufallsdings. Dann kann ich auch nicht schon. Ne? Ja, das ist doch cool. Also, wie kann man das gewinnen? Nochmal ganz kurz für die Menschen, die später erst eingeschaltet haben. Was? Ich habe gerade Ripsy zugehört. Wie kann man diese CD, ein Album von Pilzi in einer Zeit, in der es noch CDs gab, wie kann man die gewinnen? Ja, also ihr bestellt die neuen Singles. Wo finde ich die? Findet ihr in der Infobox. Wow. Einfach nur runterscrollen auf YouTube beim Livestream in der Infobox. Und da klickt ihr rauf und bestellt es vor. Wenn es die neue Single ist, die noch nicht draußen ist, gib mal was ab zum Beispiel. Und die anderen, die könnt ihr ja schon kaufen. Und dann schickt ihr mir einen Screenshot davon als Direktnachricht bei Insta. Und dann lose ich das irgendwie aus und ihr bekommt dann dieses Album. War das richtig, Nicole? Ja, super. Wir packen noch ein paar Sticker mit rein. Vielleicht magst du das noch unterschreiben. Ja. Für den echten Fan. Ja. Cool. Okay. Letzter Song, oder was? Ja, ich, ja. Meine Bandscheibe. Mach das noch mit. Ein Song. Das ist okay. Also einfach weitermachen, mich umfallen. Oh. Was sind deine Füllsätze gegen Pilztexte? Ich mach mal nicht will Action, kill MCs. Ich bin nicht mit jedem cool und hätte Label, you war gut, um mir Respekt zu holen. Auch wenn du mich hatest, bleib ich easy, ich bezahl mit Red die Hälfte meiner Miete. Ey yo, die Anzahl meiner Falten passt nicht zu meinem Alter, mein Lifestyle ist scheiße. Egal, es geht weiter, der einzige Act, der korrekt zu den Fans ist. Komm zum Konzert und wir chillen, aber nerv nicht. Ich bin nur ehrlich und scheiße auf jeden, der meint mir erzählen zu müssen, wie's geht, yeah. Wir sind nachtaktiv, in der Nacht aktiv. Wenn du Zaster siehst, wird es attraktiv. Nachtaktiv, in der Nacht aktiv. Wenn du Zaster siehst, wird es attraktiv. Du bereust es, unser Führungszeugnis sagt dir, wir sind heute nicht.
du, was hier geht? Wer will was von wem? Es sind Werte, die uns fehlen. Du wirst das nicht verstehen, Junge! Immer wenn ich meine Texte schreibe, leide Rapper unter Minderwertigkeitskomplexen und die gibt es keine Message. Immer wenn ich meine Texte schreibe, leide Rapper unter Minderwertigkeitskomplexen und die gibt es keine Message. Mann, guck, die Jungs aus meiner Gegend machen alle samt auf uns zurechnungsfähig, wenn sie vor dem Richter stehen und gehen. Irgendwas erzählen und gehen. Und ich reiße live die Bühnen ab, weil du spüren kannst, dass sie vom Texte schreiben. Wütend Rap. Rap ist so leicht, der Fan kommt von allein. Doch ich hab mir mit der Kacke auch für Ärger eingehypt. Gegen wird das Szene wirklich demoralisieren. Ich rede nicht mit jenen, weil ich eh nicht interessiert bin. Keine Moral, weil der Fehler nicht bei mir liegt. Wann kriegst du das mal in deinen Schädel? Wir sind nachtaktiv, in der Nacht aktiv. Wenn du Zaster siehst, wird es attraktiv. Nachtaktiv, in der Nacht aktiv. Wenn du Zaster siehst, wird es attraktiv. Du bereust es, unser Führungszeugnis sagt dir, wir sind heute nicht freundlich. Merkst du, was hier geht? Wer will was von wem? Es sind Werte, die uns fehlen. Du wirst das nicht verstehen, Junge! Einfach mal genießen kurz. Es sind Werte, die uns fehlen. Du wirst das nicht verstehen, Junge! Oh, wie schön. Das war schön, ja. Ja. Ey. Danke, Nikolai. Ein Applaus für Nikolai. Eine Eins für Nikolai. Eine Eins für Ripsy. Dankeschön. Eine Eins für Martin Bergmann. Und eine in Fett und kursiv geschriebene Eins für Pilzi. Das ist gemein, das geht bestimmt gar nicht. Scheiße. Okay. Ja. Und eine Eins für die Kulturfunke, die das alles auf hier jeden möglich gemacht hat von der Possil-Stiftung. Vielen Dank an der Stelle nochmal. An das gesamte Team. Wirklich unfassbar. Und vielen Dank natürlich an Kai-Uwe und die ganze Crew vom Riders Café Lübeck. Nochmal. Vielen Dank. Okay. Normalerweise würde man jetzt so ein Feedback erahnen und dann würde man spüren, okay, hat die Crowd noch Lust und Kraft und dann würde eventuell noch eine Zugabe geschehen, aber so richtig können wir das jetzt nicht greifen, also wie wollen wir das evaluieren? Ja, es ist auch ein bisschen scheiße, wenn du das jetzt sagst und dann sagst du für die Zugabe eine Eins oder so und dann kommt keine. Okay. Wollen wir dann einfach... Vielleicht nehmen wir die Zwei. Oder wir lassen uns einfach überraschen, ich nehme das Handy mit, denn ich streame. Ach so. Und wir gucken einfach, wie die Resonanz ist, gehen jetzt kurz von der Bühne. Ja. Und schauen dann mal, ob die noch Lust haben oder ob alle schon abgeschaltet haben. Wollen wir das machen? Oh, riskant. Ist riskant, aber... Aber du weißt, wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich den ganzen Abend frustriert. Komm, wir versuchen das. Ja, gut. Okay, danke, wir gehen mal nach hinten und gucken mal, was der Chat so macht. Okay. Ja, also vielen Dank. Ja, ne? Ja, tschüss, Ronny. Denn da? Hm? Kann ich dir was lesen? Och, das ist ja mal ein Zufall. Oh. Doch. Unverhofft kommt oft. Na, das ist ja... Na, Mensch. Gut. Wollen wir noch einmal ausrasten? Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Haben wir noch einen? Wie, was passiert jetzt? Aber welchen wollen wir denn noch mal? Wünscht euch doch. Sagt doch mal, welchen möchtet ihr hören? Vielleicht kennt ihr ein paar Songs. Könnt ihr einfach reinschreiben kurz. Und können auch gerne die neuen sein. Gib mal was ab. Swipe up. So. Haus am See. Haus. Wow. Ja. Gerd Postel. Das ist ein Klassiker. Haus am See. Ist das ein Running Gag oder sowas? Nee, das ist dieselbe Person, die das geschrieben hat. Ich sehe das.
Gerd Postel. Gerd Postel habe ich nicht dabei und ich kann den Text, glaube ich, auch gar nicht mehr. Jo, wer von euch hat das Handy immer noch auf laut? Das gibt's ja nicht. Wer? Du. Mensch. Na gut. Pass auf, Ripsilon, du bist doch da am Mischpult. Hi, Frauentripper. Biete du doch mal was an. Pilz, Motherfucker, alle warten auf mein Mixtape. Oh, weiter kann ich es leider nicht mehr. Ja? Bitte! Jetzt musst du machen. Pilzmutterficker, alle warten auf dem Mixtape. Deine Mutter wird im Hinterhof gebitscht. Pilz, Kate, abgefuckt, Spermasau. Pilz, ich bin im Game, ich reiß das Wasser in den Schlamm raus. No. Oh, es geht noch weiter. Gehst du weiter? Oh, ja, geil. Okay. Das ist noch nie passiert, Leute. Geil. Ripsi. Oh, okay. Gut, so viel dazu. Welcome to the X. Also, ich sag euch mal, diese Songs haben wir nicht dabei. 1312 können wir aus Gründen nicht spielen. 1234. Guck mal. Ah, nee, es ist dieselbe Person. Ich dachte gerade, mehrere Leute wünschen sich 1, 2, 3, 4. Pass auf. Ich hab's vergessen. Ja? Lange Rede, wenig Sinn. Ja. Wir spielen Haus am See. Wir spielen Haus am See. Okay. Okay. Sucht euch doch einfach was aus. Nochmal flexen. Ihr wollt mich einfach töten. Meine Bandscheibe, Leute. Wow. Wow. Und alle gucken so und setz jetzt brr, 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 obwohl wir bloß ein bisschen flexen. Flexen, flexen, flexen. Junge, weil wir flexen. Flexen, flexen. Mädchen, weil wir flexen. Flexen, flexen. Guck mal, wie wir flexen. Flexen, flexen. Digga, ich lebe jeden Tag, als wär's der Letzte. Letzte. Viele wollen mich sterben sehen, lese ich in der Presse. 8 von 10 Interviews sind kategorisch absolut. Wenn ihnen der nötige Respekt für was ich mache fehlt, gib mir den Beat und ich flex. Keine Liebe für Rap, wenn's die Miete nicht deckt. Deine Brieftasche weg, wenn ich mich neben dich in den Linienbus setz. Es ist cool, dass du etwas von Mode verstehst, auch dafür deinen Daddy um Cola anfließt. Ich wurde groß in der Gegend, wo Dosen von dir deine Monate trägt. In der Hut ist man zu blöd, um was zu lernen. Und ich mein das nicht mal böse, ich mein's ernst. Danke, Merkel. Ich lese keine YouTube-Kommentare, auch in Welt auf 5 für alle, die mir Geldgeschenke machen. Ich bin abgefuckt und jag das Mula. Mit den Mädels mach ich Party in der U-Bahn, du Hurensohn. Fühlst dich gestört, wenn wir mit Ghetto Blaster tracks und damals rappen und mit Paddeln an die Fenster malen. Tschüss! Und alle gucken so und setz jetzt. Obwohl wir bloß ein bisschen flexen. Flexen, flexen, flexen. Junge, weil wir flexen. Flexen, flexen. Mädchen, weil wir flexen. Flexen, flexen. Guck mal, wie wir flexen. Flexen, flexen. Digga! Das sind die letzten 60 Sekunden. Oh. 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 Und alle gucken so als es jetzt. Und alle gucken so als es jetzt. Obwohl wir bloß ein bisschen flexen. Flexen, flexen, flexen. Junge, weil wir flexen. Flexen, flexen. Mädchen, weil wir flexen. Beugen wir? Mit Abstand, Abstandsverbeugung. Oh, okay, okay. Los, cringe und los. Danke. Vielen Dank. Ja, schade. Dankeschön. Ich möchte mich nochmal bedanken, ohne Scheiß. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr streamt. Ich weiß nicht, wie viele jetzt letztendlich, ich sehe es gerade nicht, wie viele dabei sind oder waren, aber... Ja, genau, beim Merchstand könnt ihr euch Autogrammkarten abholen. Nein, aber wirklich vielen Dank an jeden und jeder Einzelne, die dabei war. Es ist nicht selbstverständlich, sich das von zu Hause auch reinzuziehen. Bitte supportet eure LieblingskünstlerInnen alle weiterhin.
Ich habe das Glück, dass ich nicht von der Musik lebe, dass ich das mal sage. Nein, es ist wirklich so, ich bin nicht, meine Existenz ist dadurch nicht bedroht, aber trotzdem ist es sehr frustrierend und demotivierend und ja, unterstützt uns alle weiterhin. Das freut uns sehr. Wir brauchen euch. Dankeschön. Adios. Tschüssi.